Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute eine Stunde lang Zeit, 10.000 Goldbarren in Fortnite auszugeben. Ich sag euch, so viel Gold hat aktuell niemand. Wenn du wissen willst, wie ich so schnell an so viel Gold gekommen bin, dann like das Video und abonniere den Kanal. Und wenn du mich supporten willst, dann benutze doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop. Here we go. Wie krank ist das einfach? Wir haben 10.000 Goldbarren auszugeben. Und wir haben jetzt 8 Sekunden Zeit, uns zu überlegen, wo wir auf der Fortnite-Karte runtergehen wollen. Wo würdet ihr runtergehen? Wenn ihr 10.000 Goldbarren zum Ausgeben hättet. Und was würdet ihr euch kaufen? Ich glaube, ich habe schon eine kleine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Das hängt aber alles ein bisschen davon ab, ob der Bruder hier ist. Oh mein Gott, Leute. Wir brauchen jetzt ein bisschen Glück. Ich habe die Fortnite-Karte hier, wo die Bosse drauf sind. Und wir müssen jetzt einmal zusammen gucken, wo können wir am besten am meisten Gold auf einmal ausgeben. Ab und zu ist der Typ doch hier, oder? Ja, ich sag euch, das wird gar nicht so einfach werden, das ganze Gold auszugeben. Ist er da? Ja, er ist da. Wow, das ist geil. Das ist so geil. Geil, Freunde. Denn von diesem Brudi hier werden wir uns jetzt die erste Waffe holen. Was hat er dabei? Guck mal hier, Sprungfelder. Egal, wisst ihr was? Sprungfelder, rück mal raus, Bruder. Gar kein Thema. Was? Du willst mir eine Shotgun geben? Alles klar. Danke, Bruder. Wartet mal, hat er eigentlich sonst noch was dabei? Nö. Nein, wir wollen auf jeden Fall keine Sachen machen. Wir müssen mal gucken, ob ein bisschen Blue-Schild da ist und dann werden wir die nächste Kohle ausgeben. Ey, das ging schnell. Wir haben einfach schon 1500 Münzen verballert. Ach so. Ach ja. Wir können uns ja hier pumpen. Das Gute ist, dass wir uns schnell fortbewegen können. Ich hoffe, dass hier nicht so viele Leute gelandet sind. Ich habe eine echt beschissene Waffe am Start. Ich glaube, das war vielleicht gar nicht so klug. Oh mein Gott. Fighten auf welche, das ist überhaupt nicht gut. Die sollen auf jeden Fall meine Bots in Ruhe lassen. Wer schießt denn hier? Leute, wir brauchen eine Waffe. Oh, ich weiß nicht. Oh, oh, ich habe keine Muni mehr. Was ist das hier für eine Pistole? Hast du vielleicht eine Waffe für mich? My friend. Oh, der hat einige Waffen. Er hat aber schon fast zu gute Waffen dabei. Egal, wir gehen jetzt zu dem Boss hin. Warte mal, was haben wir da vorne noch? Ich habe ja schon die Idee, was wir jetzt gleich machen werden. Denn ihr wisst, in schweren Zeiten braucht man Leute, die zu einem stehen. Ich hoffe, das klappt. Ey, was hilft mir der ganze Reichtum, wenn ich keine Freunde habe? Wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Ey, das wird so Baba werden, wenn das klappt einfach nur. So, was kannst du denn anbieten? Wir graden jetzt einfach mal unsere AK ab. Easy peasy auf blau. Wisst ihr was? Ich will sogar eine Lila da haben. Ich habe richtig Bock drauf und wir holen uns eine legendäre. Oha, wir haben einfach schon 2000 Goldmünzen ausgegeben. Und jetzt würde ich sagen, wir graden noch ein bisschen weiter ab und dann wird sie uns einfach begleiten. Seht ihr das? Das ist eine epische Kiste. Was ist denn da drin? Goldene P90? Warum finden wir jetzt gerade so gute Sachen? Ich will die lieber selber upgraden. Egal, die nehmen wir auch mit. Was soll's? So, die ist nur dafür da. Es liegen dafür gute Sachen rum. Ist hier eine? Ey, was passiert hier? Wieso sind hier so geile Sachen? Wer lässt denn so geile Sachen liegen? Ich habe richtig Bock, die hier in Gold zu haben. Die werden wir auch noch upgraden. Ich würde sagen, wir graden die Waffe jetzt hier noch ab und dann geht's richtig ab, Freunde. Wartet ab. Wir machen aus der jetzt hier wieder eine blaue, eine lilane und jetzt eine legendäre, Freunde. Guckt euch das an, als ob wir den Goldmodus spielen. Was ist das? Die wird uns jetzt einfach begleiten für 100. Was soll das Ganze? Komm bitte mit. Kann die eigentlich jetzt auch noch Aufgaben machen? Nope. Nee, das ist ja fies. Wer schießt hier? Hört auf damit. Ich habe jetzt Freunde gefunden. Ich komme mir einfach vor wie der Joker damals, als er das ganze Geld angezündet hat. Lass bloß mein ganzes Gold hier in Ruhe. Was hat der Typ vor? Der will mir mein Gold klauen. Mach keinen Ärger, Junge. Lol, wo kommst du denn her? Spür meine goldene Pumpgun. Ja, helf mir, Bot. Sehr gut. Damit hat er nicht gerechnet. Du wirst jetzt aufgemischt. Wir müssen uns noch mehr Freunde holen. Wir müssen noch viel mehr Gold ausgeben. Wir haben noch viel zu viel. Egal, wir haben noch Zeit. Wir haben noch die ganze Runde vor uns. Und wir können immer noch 7400 Münzen ausgeben. Alles klar. Wisst ihr was? Jetzt geht's erstmal aufwärts. Fighten schon wieder welche. Ich bräuchte eine Sniper noch. Eine Sniper wäre noch geil. Ich glaube, wir gehen jetzt in die Mitte nach Hunter's Haven und holen uns einfach die andere Sniper. Hau rein, Bruder. Ich spiele hier mit meinen goldenen Waffen. Das ist der Gold-Only-Modus für mich, weil ich so viel Kohle habe. Alter Schwede, ich komme mir vor, als wäre ich das reichste Kind in Fortnite einfach. Wir müssen hier nichts einsammeln, wir müssen nichts mitnehmen. Beste Leben. Was ist denn mit dem da? Ey, Fischkorb, Fischangler. Was geht? Hast du auch irgendwas für mich? Nicht so dumm, ey. Lass mal schnell einbuddeln. Ach, hier killt uns noch einer. Lass mal reden miteinander. Was ist das? Bruder? In der Nähe aufdecken Boote. Wie unnötig. Egal, wir machen das einfach. Willst du mir eine Angel verkaufen? Okay, Bruder. Die
kannst du dir sonst wo hinstecken? Hier ist locker eh nur Quatsch drin. Wir müssen weiter. Gott, Hunter's Haven ist nicht mehr drin. Komm mit, Minimi. Wir brauchen ein Auto. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen viel mehr Gold verballern. Ich habe gedacht, das wird viel schneller gehen. Wer gibt denn bitte über 100 aus, um Boote aufzudecken? Das war ja wohl das Dämlichste, was ich seit langem gesehen habe. Egal, wir haben noch Zeit. Wer weiß, was die anderen Bosse noch alle können. Oh shit, da ist ein Gegner. Hä? Seid ihr Bots? Du bist nicht lustig. Nein. Lol, ich bin das Fan dieser I.O.-Bots gewesen. Der sah so aus. Wo ist denn dein Kumpel? Egal, ich habe keine Zeit dafür. Ich muss Kohle ausgeben. Das macht so Bock, einfach die Kohle rauszuhauen. Ich muss einfach gar nicht nachgucken, wie viel ich habe. So, was werfen wir denn jetzt weg? Ach, P90, die habe ich eh nicht gekauft. Was kannst du noch? Kisten aufdecken, ab die Fahrt. Ey, das ist ja voll nice. Das hat nur 10 gekostet. Das war voll günstig. Ey, wartet mal, kann ich jetzt eigentlich Double Pump spielen? Aber ich habe die falsche Pumpgun dafür. Okay, wir treffen jetzt den Boss in der Mitte und holen uns noch den anderen. Es sind noch 10 Gegner. Ey, das ging viel zu schnell. Wir haben immer noch 6000. Ey, was? Das ging viel zu schnell. Da unten ist einer. Das snipen wir jetzt. Das ist Baumi. Das ist der Baumi vom letzten Mal. Ich vergesse immer, dass ich gar nicht nachladen muss. Tschüss, Baumi. Wurde es gerade von der OP-Waffe gekillt. Was ist eigentlich der nächste Sturm? Okay, alles vor Kopf. Easy peasy. Wer ist denn da eingebuddelt? Kommst du mal raus? Wo willst du denn hin? Ey, das ist Mongral. Wow, das war Mongral gleich. Mann, das ist mal Ärger. Oh, da ist noch einer. Ey, das war ich. Victor, was geht? Wow, muss mal aufhören mit dem Quatsch. Hier sind ganz schön viele Gegner gerade. Was macht der da? Junge. Wow. Bleib doch mal stehen. Ey, die Runde haben wir im Sack, glaube ich. Der Bot ist einfach gestorben. Ey, wie schlecht. Hau mal raus. Okay, hau rein. Ey, ich liebe diese Sniper. Die ist ja voll geil. Ich sag euch ohne Spaß, das kommt gerade wie Cheaten, ne? Was mit diesen Münzen ist wie Cheaten gerade einfach. Ich habe mit Abstand die besten Waffen hier. Warum auch immer. Ich habe einfach so viele Tränke dabei. Ey, ich meine, wie krank sind diese Waffen hier? Wir müssen einen mit Double Pump killen. Den da, den Schwitzelberger. Oh, Leute, kommt doch jetzt mal da raus. Das ist wie Fliegen, ne? Guckt euch das mal an. Wir brauchen gar keine Mats. Das ist voll von gestern. Muss nur aufpassen, wo der Sniper-Typ ist. Lol, der macht ja die ganze Zeit Auge auf mich. Ist das dein Ernst? Jetzt gehen die auch noch dahin. Was ist das denn jetzt für eine Party hier? Ey, ich will dich killen. Ey, der hat mir den abgezogen. Was sind die? Wow! Let's go! Double Pump ist wieder back, Junge. Back in business. Ja, mit deinen Mats. Die bauen wir erstmal zu, damit er keinen Ärger macht. Der kriegt so die Double Pump, der Junge, jetzt. Den schicken wir jetzt Season 1 zurück. Wartet ab. I like it. Du wirst gleich da rauskommen. Leute, ich bin runtergeschossen. Ich habe ihn runtergeschossen. Let's go! Ey, diese Waffe ist so overpowered. Oh mein Gott, der Arme. Der ist einfach komplett runtergeflogen. Ey, das war überhaupt gar nicht die Meta. Ich hab's aber einfach geschafft. Oha. Was für eine krasse Runde. Ich schwör's euch, das ist so unglaublich unfair einfach nur. Und wir haben einfach immer noch 6000 Münzen auszugeben. Wir müssen einfach noch eine Runde machen. Okay, wir machen das diese Runde ein bisschen anders. Wir werden mal schauen, ob ich es schaffe, mehr Freunde zu finden. Und wir werden mal gucken, ob hier hinten vielleicht ein paar Leute sind. Wer weiß, was die für Fähigkeiten dabei haben. Oha, er ist da. Beste Leben. Okay, Leute, das ist direkt der Erste. Welcome to the club, bro. Mobs rekrutieren. Alles klar. Willkommen im Team, mein Freund. Ich hoffe, du bist bereit für mich zu kämpfen. Hast du verstanden? Ich glaube nicht. Wir werden in den Epischen holen. Nein. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen mehr ausgeben. Schade, dass man sich keine Autos kaufen kann. Komm schon, Doggo. Folg mir. Hinten ist einer. Was hält der denn da? Willst du mir meine Waffen klauen? Was macht der da hinten? Hä? Guck mal. Der denkt, der wäre Flipper. Du bist kein Delfin, Junge. Der einen auf Oberprofi-Flipper. Oh, oh. Oh Gott, der hat das, was ich haben will. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er sich selber gekillt? Nein, der hat sich selber gekillt. Ey, es ist unmöglich, so viel Goldbarren auszugeben. Das ist genau das, was ich kaufen wollte. Ey, Leute, ich zeig euch das nochmal. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Guck mal hier, die sind extra hier hingegangen und haben sich einfach für 784 einen Raketenwerfer gekauft. Naja, egal. Dann holen wir uns jetzt die Sniper. Ey, das geht's doch gar nicht. So ein Pech aber auch. Naja, wir suchen uns jetzt jemanden, wo wir upgraden können. Siehst du auch so, Doggo, oder? Hallo! Können wir Boot fahren? Ey, wir fahren Boot. Doggo, ich würde dich gerne mitnehmen, aber ich glaube, du kannst kein Boot fahren. Was macht der denn da oben? Ey, das ist die perfekte Dingens. Ich muss es tun, Leute. Ich muss es tun. Der ist der AFK, glaube ich. Was machst du da? Bist du da am Winken? Was treibt der da? Hau rein, Bruder.
Das gibt's gar nicht. Die Leute sind völlig die sind irre geworden. Ich glaube, das war so ein Golddigger. Der hat gemerkt, dass ich reich bin und wollte jetzt einen auch freundlich machen. Ja, das schaffen wir nicht. Wir schaffen das nicht bis zu meinem Kumpel. Das ist das Problem. Wir müssen irgendwo anders hin. Ja, super. Wir fahren einfach direkt runter nach Weeping Woods. Vielleicht finden wir da jemanden. Es muss doch irgendjemanden geben, mit dem wir noch die Waffen upgraden können. Habt ihr gesehen, wie teuer das ist? Wo ist eigentlich Doggo? Was treibt der da oben? Doggo, überlebe! Oh Gott, der wird das niemals schaffen. Oh shit. Hä? Was hat der denn für ein geiles Auto? Ey, ich kauf dir das ab, Bruder. Bleib stehen. Ich hab Goldbarren. Ich will dein Auto kaufen. Ey, der hat das gehört. Ey, Spaß, ich will das gar nicht kaufen. Ich hab einen Joke gemacht. Das war nur Spaß. Was hier? Ey, ich glaub, wir haben ihn, Alter. Ey, den haben wir immer noch nicht. Ist das dein Ernst? Ja, halt dich mal eben. Komm jetzt rein. Die, machen Sie mal bitte auf. Okay, den hätten wir. Bleib stehen! Ey, der will abhauen! Der braucht so einen Pömpel gegen seinen Kopf. Egal, ich habe sein Auto gewonnen. Danke! Soll er doch abhauen? Das ist doch Stark Industries Auto. Nein, ist es gar nicht. Es wird das Ablenkungsmanöver. Komm, fahr runter. Der fährt jetzt runter, seht ihr? Und der hier? Ey, das ist der Bot! LOL, was machen die da? Oh mein Gott! Nein, hört doch auf. Ich habe dem Bot einen Kopfschuss gegeben und der andere ist mitgestorben. Das war der doch. Diese kleine linke Ratte. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist hingegangen und hat sich schnell einen Freund geholt. Der wollte mich mit seinem anderen Kumpel aufmischen. So nicht, Minion. Oh Mann. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Midas. Wie geht's dir? Hast du ein paar Pömpel gefressen? Ey, das ist so geil. Ich dachte, die Waffe wäre echt Müll, ne? Aber Midas, ich glaube, dir gefällt die Waffe auch, oder? Mythischer Schrott. Ja, guck mich an. Sehr gut, sehr gut. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Du kriegst jetzt einen Pömpel gegen deinen... Der checkt das gar nicht. Ey, ich liebe diese Waffe. Ich liebe sie. Guckt euch das an. Der hat keine Chance einfach nur. Der hat keine Chance einfach nur. Oh, oh, da schießen wieder welche. Warum sind hier so viele Gegner? Ich glaube, die wissen, dass ich rich bin. Oha, das ist voll der Schwitzer. Das ist nicht gut. Okay. Ich werde sterben. Der ist doch jetzt selber tot. Das hat's ihm gebracht. Ich verstehe das nicht. Wir haben nur noch super wenig Zeit, Freunde. Aber eine Sache möchte ich euch unbedingt noch zeigen. Und die kostet natürlich auch wieder Goldbarren. Weil ohne geht's einfach nicht. Denn wir können nach einer Person suchen. Das Ganze klappt aber leider nur, wenn der gute Ben hier ist. Er ist da. Oh mein Gott, er ist da. Ich glaube gar nicht, wie viele Runden das gedauert hat, den Typen zu finden. Wir haben es ehrlich geschafft. Ben darf jetzt nicht sterben. Können wir mit Bens Hilfe, ich habe es gerade schon versucht, einfach Bigfoot suchen, Leute. Das Problem ist nur, der Typ ist einfach 2000 Meter weg. Wo soll das sein? 1000 Meter. Jetzt sind wir fast drauf. Der müsste irgendwo hier sein. Wir sind jetzt genau drauf. Okay, lass uns Bigfoot suchen, Leute. 2100 Meter. Oh mein Gott. 1000 Meter noch. 1000 Meter noch. Dann werden wir einfach... Oh Gott, hier sind noch mehr Gegner. Bigfoot finden. Mal gucken, was wir von ihm kaufen können. Wer weiß, vielleicht kassiert er auch alle unsere Goldbarren ein. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Typen bis jetzt noch nicht gefunden. Da ist er. Oh mein Gott. Das ist Bigfoot, oder? Wir haben ihn einfach gefunden, Leute. Das ist er. Oh Gott, ich will ihn nicht anfahren. Was geht? Was können wir jetzt mit ihm machen? Von ihm können wir Nullpunktfische kaufen. Ey, wie krass ist das denn? Das sind diese dummen Fische, oder nicht? Das war's. 3700 Goldbarren haben wir einfach noch. Du kleiner Drecksack. Er hat einfach nicht mehr. Schade, Leute. Ich kann er wieder haben. Egal, was passiert, wenn wir ihn killen. Wir müssen alles ausprobieren mit Bigfoot. Komm her, Bigfoot. Wir haben ihn ausgeschaltet. Okay, ist nichts weiter passiert. Die Stunde ist auf jeden Fall vorbei. Das heißt, wir können nicht weiter einkaufen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, Leute. Wir haben es einfach geschafft, in einer Stunde 6300 Goldbarren auszugeben. Und wir haben halt nicht dieselben Waffen irgendwie mehrfach gekauft. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Leistung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze geschafft hättet. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal.